Jo Leute, was geht? Hier ist wieder euer Brötchen und willkommen zu einem weiteren Video. Ja, ich wünsche euch erstmal allen frohe Ostern. Vielleicht seht ihr das Video jetzt erst später, aber trotzdem wünsche ich euch frohe Ostern, weil es ist jetzt, wo ich es aufnehme, Sonntag und ich werde es wahrscheinlich am Montag hochladen. Und ja, dann hier im Hintergrund seht ihr einmal mit der Vector und zwischendurch nehme ich auch noch die Elsat und noch ein paar andere Waffen auf, weil ich Plünderer nicht dabei hatte. Ist ein Gameplay von mir erspielt. Ich glaube, gestern habe ich es erspielt. Ja, ich hätte eigentlich in der Lobby gut Nuklear erreichen können, aber ich war mal wieder zu doof, um das zu erreichen. Ich glaube, ich bin noch ein paar Mal von Claymore und so einer Scheiße gestorben, die eigentlich total unnötig ist. Auf jeden Fall, ja, hier seht ihr auch schon mal die Elsat. Die habe ich da zum ersten Mal gespielt und direkt mein Gold aufgehoben mit dem Dual-Band-Visier. Und ich muss sagen, die Waffe geht echt krass ab. Also, die killt die Gegner ja in richtig schneller Zeit, würde ich sagen. Guckt euch das mal, wie schnell die tot sind. Ich glaube, mit der versuche ich auch mal demnächst ein Nuklear zu reißen, weil ich habe es immer noch nicht geschafft, meine Nuklear zu kriegen. Und das wird jetzt so langsam auch mal Zeit, finde ich. Ja, hier im Gameplay erreiche ich dreimal, oder ich glaube zweimal gnadenlos und einmal dann auch skrupellos. Also es hätte eigentlich auch echt locker nuklear werden können, aber ich habe mich halt ein bisschen zu doof angestellt. Und mein Movement ist auch manchmal noch ein bisschen scheiße, deswegen hat es noch nicht geklappt. Aber ich denke mal, so die nächsten Wochen wird das irgendwann auch mal klappen. Ja, was mein Thema heute eigentlich ist, soll Konsole versus PC sein. Ich bin ja PC-Spieler, wie ihr alle wisst, und ich möchte jetzt einfach mal so aus meiner Sicht so ein paar Sachen oder Fakten auf den Tisch legen und mal so ein bisschen erklären, so aus meiner Sicht, was ich von dem Ganzen überhaupt halte. Ja, einmal will ich das Thema Movement ansprechen. Auf dem PC hat man ja die Maus und Tastatur und gerade mit der Maus, wenn man da gut mit zurechtkommt, kann man natürlich sein Movement sehr gut, also man kann sich sehr gut bewegen und man ist auch sehr schnell 180 Grad einmal umgedreht und allein das Aim auch auf die einzelnen Spieler ist auch viel einfacher mit der Maus als mit dem Controller, für mich zumindest, also allgemein ist es natürlich einfacher, wie man sieht, also ich finde auch die Gegner auf dem PC sind einfach auch stärker oder können einen einfacher töten, weil sie eben mit der Maus schneller zum Gegner kommen als mit dem Controller. Und ja, dann auf der Konsole hat man natürlich den Controller und es ist eben je nach Sensitivität bzw. Empfindlichkeit einfacher oder schwieriger für die einzelnen Personen, die Gegner anzuaimen oder das Movement an sich ist auch ein bisschen langsamer auf der Konsole oder wirkt wenigstens so, weil eben der FOV-Changer auf 90 auf dem PC einfach schon das Spielerlebnis schon ein bisschen schneller macht. Und deswegen finde ich, auf der Konsole ist das Movement einfach insgesamt ein bisschen langsamer und das war es auch schon zu diesem Punkt. Deswegen möchte ich jetzt auch mal noch was anderes ansprechen, das so ein bisschen damit zu tun hat. Es gibt ja für die Konsole einen Adapter, wo man auch Tastatur und Maus anschließen kann. Und ja, ich habe mir da mal so ein paar Infos zu geben lassen und das soll angeblich ziemlich scheiße sein, also das soll total verzerrt sein, man kann damit echt nicht so gut aimen wie auf dem PC, was natürlich auch verständlich ist, weil man soll ja natürlich jetzt nicht seine Maus und Tastatur einfach an die Konsole anschließen können, dann macht man da alle Gegner platt, weil die nur mit dem Controller spielen, ist ja irgendwie logisch. Ja, dann möchte ich nochmal das Thema Aiming ansprechen. Allgemein Aiming auf dem PC ist, finde ich, und sagen auch viele, einfacher als auf der Konsole, weil man eben mit dem Controller schon ein bisschen mehr Gefühl und Übung braucht, um die Gegner gut anzuaimen. Entschuldigung. Und ja, das ist einfach so. Und ich glaube, da wird sich auch erstmal nichts dran ändern. Wer weiß, die neuen Konsolen werden vielleicht ein bisschen anders vom Movement her und so weiter und vom Aiming, aber ich glaube nicht, dass sich da großartig was verändern wird. Ja, dann auf dem PC mit der Maus habe ich ja eben schon gesagt, es ist einfacher, die Gegner zu treffen und es ist auch irgendwie für mich natürlich als PC-Spieler angenehmer, weil ich hab auch eine PS3, aber ich finde es einfach zu schwierig, mir da irgendwie monatelang da Aim anzutrainieren, dann habe ich hinterher eh keinen Spaß an dem ganzen Konsolending, deswegen spiele ich lieber PC. Ja, und dann möchte ich noch einmal die Verbindung ansprechen. Viele sagen ja, der PC ist oder hat bessere Verbindung, weil eben Server da sind und das mag ja auch sein, aber dann kommt es natürlich auch immer noch auf die Internetverbindung des einzelnen Spielers an. Wenn man jetzt da wie ich meistens mit WLAN drin ist und auch nur maximal, also eine 6K-Leitung habe ich, aber das WLAN ist trotzdem ziemlich scheiße und deswegen, wenn man eine richtig gute Leitung hat, glaube ich, ist es auf dem PC einfacher, eine gute Connection zu bekommen als auf der Konsole, aber wenn man ein scheiß Internet hat, ist es natürlich immer behindert. Man kann da auch dann wirklich nicht viel reißen.
Ja, dann zur Konsole. Die Verbindung ist natürlich, also das berühmte Wort Host Migration müsste ja eigentlich schon alles aussagen. Also ja, es gibt ja auf der Konsole immer einen Host, der das Spiel hostet. Ist ja logisch. Und ja, der hat dann in den meisten Spielen, beziehungsweise in MW2 zum Beispiel, gibt es noch den Host-Vorteil. Und der wurde dann ja mit der geilen Lag-Compensation in MW3 und jetzt in Black Ops 2 auch abgeschafft. Und deswegen ist es für den Host jetzt auch oft schwieriger, die Verbindung gut zu halten oder dass die Verbindung einfach gut ist, als wenn man eben nicht Host ist. Aber ihr dürft mich da auch gerne verbessern, wenn ich da jetzt irgendwas verwechselt habe. Ich bin ja nicht der Konsolenspieler. Ja, was ich auch noch ansprechen wollte, ist die FPS-Zahl. Auf der Konsole hat ja jeder 60 FPS und das ist ja auch ausgeglichen, weil jeder im Prinzip die gleiche FPS-Zahl hat. Und auf dem PC ist es ja so, dass man die einstellen kann. Also man kann zwischen 60 und 120 einstellen. Es gibt natürlich auch noch die unbegrenzte FPS-Zahl. Ich glaube, das habe ich in irgendeinem Video auch schon mal gezeigt, im zweiten Live-Video, dass man die einstellen kann. Und das ist ja dann auch relativ unfair für Leute, die das nicht wissen, die ganze Zeit dann auf den vorangestellten 60 FPS spielen, haben dann natürlich einen Nachteil, die Gegner zu sehen, beziehungsweise weil es dann eben nicht mehr so flüssig ist. Und 120 FPS in Black Ops 2 sind eigentlich schon ziemlich flüssig. Und wenn man auf unbegrenzt spielt, ist es natürlich so, dass dann meistens die FPS-Zahl einbricht. Und ja, das war dann auch wieder der Punkt. Und dann gibt es natürlich noch die Anzahl der Spieler, die online sind. Auf den Konsolen ist es meistens so, da sind locker immer 300.000 Leute online, wenn ich das immer so in manchen Videos sehe. Und auf dem PC ist es halt echt mager. Also da sind echt teilweise nur 30.000 Leute maximal online und abends auch oft auch nur 10.000. Und ich glaube, das ist auch, weil es regionabhängig ist. Also ich glaube, zum Beispiel in Europa ist eine Zone so mit 30.000 Leuten, dann gibt es eben noch Amerika und so weiter. Und damit kann man sich halt anscheinend in Europa nicht verbinden mit den Servern, weil die eben dann eine zu hohe Pingzahl hätten und das ist auch noch ein kleiner Nachteil für den PC. Ja, der letzte Punkt sind dann die Hacker, die auf der PS3 und Xbox jetzt nicht so häufig auftreten, wie ich das so mitkriege, aber auf dem PC gibt es natürlich immer wieder Plattformen, wo Hacks hochgeladen werden und die Spieler die auch testen und prüfen und sich dann teilweise mehrere Accounts erstellen und mehrmals das Spiel kaufen, damit sie dann eben immer weiter hacken können. Das ist natürlich ziemlich scheiße. Und in MW3 zum Beispiel ist Activision gar nicht dagegen vorgegangen oder nur ein bisschen zu wenig, also auf jeden Fall zu wenig. Und ja, in Black Ops 2 wird dagegen schon extrem vorgegangen. Und das finde ich auch relativ gut. Ja, das war's dann auch schon wieder mit dem Video. Schaut euch noch die letzten Sekunden so vom Gameplay an. Ihr seht ja, habt ihr ja eben gesehen, wie ich bei der Skrupellos-Medaille wieder verreckt bin. Und das soll's dann auch wieder von mir gewesen sein. Haut da rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.